Heute reise ich dann nur noch, um Ferien zu machen oder ganz alte Freunde zu besuchen. Und also dieses Jahr reise ich praktisch dreimal nach Deutschland. Also es ist aber öfter als normalerweise. Also als wir jetzt in Bremen waren, obwohl es gar nicht so weit ist, haben wir das Flugzeug genommen, weil das ging einfach so schnell. Also von Tür zu Tür waren das 4 Stunden und mit dem Zug wären das nochmal irgendwie 5 Stunden mehr gewesen. Und ich denke aber, wenn der Tunnel da gewesen wäre, hätten wir den Zug genommen, weil wir einfach sagen, man sitzt gemütlich im Zug und so viel länger dauert es auch gar nicht und es ist milieufreundlicher, mit dem Zug zu fahren. Also ich denke, für mich würde der Tunnel sehr viel bedeuten. Ich habe viele Freunde in Frankfurt und in Köln und die wissen gar nicht, wie einfach es im Grunde ist, nach Dänemark zu kommen. Viele denken, dass es eine ganz lange Reise ist, nach Dänemark zu kommen. Und deshalb kommen die dann gar nicht oder ganz selten. Ich denke, dass wenn ein Tunnel da wäre, würde ich einfach viel öfter noch mal so kurz nach Lübeck fahren oder irgendwie kurz nach Hamburg fahren oder sagen, okay, ich fahre auch mal wieder nach Köln. Aber dieser Tunnel ist für mich eine unheimliche Barriere.